Kassette 2, Seite 1. Fortsetzung der Geschichten »Essen ist meine Lieblingsspeise« von Ephraim Kishon. Ja, Tibi, ich weiß, dass ich keinen Alkohol vertrage. Was? Alle Gläser ausgetrunken? Ich? Eau de Cologne? Eine ganze Flasche? Tibi, du weißt, dass man solche Sachen unter Verschluss halten soll. Das hätte mein Tod sein können. Nein, es tut mir leid. Wirklich. Über deinen Teppich? Einen neuen Teppich? Mein Gott, deine Frau wird mir das niemals verzeihen. Was? Ich? Mit deiner Frau? Wo? Sag einmal, Tibi, bist du sicher, dass du mich nicht mit irgendwem verwechselst? Ich bin der mit der Brille und den schwarzen, nein, blonden... Warte einen Augenblick. Mit den grauen Haaren. Tibi, du kennst mich und weißt, dass ich vor deiner Frau die größte Hochachtung habe. Nicht einmal im Traum würde mir einfallen... Was für einen Zipverschluss. Ganz? Herunter? Vor allen Leuten? Natürlich ist das geschmacklos. Aber du bist auch ein bisschen schuld daran, weil du mich nicht gleich gepackt hast. Was? Goldhamster? Ja, jetzt erinnere ich mich. Ein süßer kleiner Kerl. Heiliger Bimbam. Mit dem Käfig. War denn das Fenster nicht geschlossen? Du mach keine Witze, Tibi. Glassplitter. Nein, ich bin nicht verletzt, glaube ich. Wir müssen noch froh sein, dass unter deinem Fenster gerade niemand vorbeigegangen ist. Oh, bist du wenigstens versichert? Ha, mir sagst du das. Was glaubst du, wie ich mir vorkomme? Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Genau. Selbstverständlich werde ich für den Schaden aufkommen. Und was das Aufräumen betrifft, so werde ich deinem Dienstmädchen natürlich ein entsprechendes Trinkgeld... Also, jetzt übertreibst du. Mit ihr auch? Ich schwöre dir, Tibi, dass ich nicht einmal weiß, wie dein Dienstmädchen aussieht. Aber ich war doch nicht in deiner Küche, entschuldige, aber es ist wirklich nicht meine Gepflogenheit, vor wildfremden Frauen auf die Knie zu fallen. Wieso Heiratsantrag? Ich bin doch schon verheiratet. Frau meiner Träume? Blödsinn. Bitte, kann ja sein, dass dein Dienstmädchen gut aussieht, aber... Mich umbringen? Ich soll gesagt haben, dass ich mich umbringe, wenn sie nicht... Was heißt Gasofen? Na und, jede Küche hat einen Gasofen. Ach, das also war dieser gewaltige Krach. Ja, ja, ich auch. Ich habe mich schon gewundert, was heute mit meinen Ohren... Ja, jetzt kann ich mich erinnern. Chin, bum, krach. Tibi, bitte dich, bring mich nicht zum Lachen, das tut weh. Wer lacht hier? Ich lache, ich weine, Tibi, ich weine. Bittere Tränen, vergiss nicht, dass auch meine Hose gebrannt hat. Was? In deinem Aquarium... Die armen Goldfische. Ich hab gedacht, tropische Fische sind doch Hitze gewohnt. Du hast natürlich recht, Tibi. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Was? Ruß? Alles schwarz? Am besten mit Terpentin. Glaub einem Fachmann. Viel Terpentin und eine harte Bürste. Natürlich ist das viel Arbeit. Ruß ist bekanntlich sehr hartnäckig. Was ich? Jetzt? Tut mir leid, Tibi, jetzt nicht. Jetzt muss ich im Bett bleiben. Mein Kopf ist kurz vorm Zerplatzen. Ausgeschlossen, lieber Freund, das kommt nicht in Frage. Bitte sei nicht lästig. Du bist auf dem besten Wege, mir die Erinnerung an eine großartige Party zu zerstören. Sie werden bei uns essen wie zu Hause. Kann es nicht etwas Besseres sein? So lautet der Standarddialog zwischen dem Autor und dem Oberkellner in unserem Stammlokal. Warum gehen wir nicht gleich ins beste Lokal am Platz? Weil es pleite gegangen ist. Es war an jenem besonderen Dienstag, als Jossele und ich wieder einmal in unserem Café saßen und wie üblich nicht wussten, was wir mit dem angebrochenen Abend beginnen sollten. Am Nebentisch flüsterte Rudi zweideutige Witze in Schlomos Ohr. Und zwar flüsterte er so, dass im Umkreis von 10 Metern sämtliche Damen erröteten. Früher einmal war das ein anständiges Kaffeehaus. Nach einer Weile wandte sich Schlomo mit der bekannten Frage an uns alle, »Wie wär's, wenn wir irgendwohin essen gehen?« Die allgemeine Zustimmung gipfelte in der Frage, »Ja, aber wohin?« Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Frage schon seit längerem unsere Generation beschäftigt. Wohin gehen wir? In diesem Fall? Was ist aus all den guten Restaurants geworden? Rudi raffte sich zu einem konkreten Vorschlag auf. »Versuchen wir es doch mit dem neuen rumänischen Lokal auf der Pferdestraße.« »Ohne mich«, widersprach Jossele.
Eine unmögliche Kneipe, miserables Essen, dreckige Tische, elende Bedienung, dort kann man nicht hingehen. Schlomo bestätigte, stimmt, das hört man von allen Seiten. Na, wir werden schon was finden. Damit erhoben sich die beiden und verschwanden in der Dunkelheit. Als sie außer Sichtweite waren, stand auch Jossele auf. So, und wir gehen jetzt zum Rumänen. Ich wunderte mich, aber du hast doch gerade gesagt... Jossele schüttelte den Kopf und zog mich wortlos mit sich fort. Der alte Pioniergeist ist tot, erklärte er mir unterwegs. Er wurde durch den sogenannten Eskimo-Effekt ersetzt, der seinen Namen dadurch hat, dass die Zahl der Eskimos in der Arktis ständig anwächst, während die Zahl der Seehunde, von denen sie leben, ständig abnimmt. Was kann man daraus schließen? Entdeckt ein Eskimo eine neue Seehundkolonie, so wird er das nicht weiter erzählen, sondern wird seine Entdeckung für sich behalten. Noch mehr, er wird die anderen Seehundjäger in eine falsche Richtung schicken. Verstehst du, was ich meine? Nein. Ich meine, verstehst du die Nutzanwendung für unsere Situation? Eben nicht. Ist doch ganz einfach. Wenn jemand in unserem kleinen Land ein halbwegs brauchbares Restaurant entdeckt, spricht sich das in längstens 2 Wochen herum und die Entdeckung kann wieder gestrichen werden. Das Lokal ist überfüllt, heiß und lärmend, du bekommst keinen Platz. Wenn du ihn trotzdem bekommst, musst du eine halbe Stunde lang warten, bevor du überhaupt bedient wirst, und dann eine weitere halbe Stunde zwischen jedem Gang. Du hast den Ellbogen deines Nachbarn in deinen Rippen, seine Gabel in deinem Teller und sein Messer in deinem Rücken. Aus allen diesen Gründen muss der verantwortungsvolle israelische Bürger den Eskimo-Effekt anwenden. Er muss das von ihm entdeckte Restaurant in einen möglichst schlechten Ruf bringen, damit es nett und gemütlich und auf gutem kulinarischen Niveau bleibt. Als der bekannte Rabbinersohn Karl Marx vom Umschlag der Quantität in Qualität sprach, meinte er die rumänischen Restaurants. Verstehst du jetzt? Allmählich. Proletarische Wachsamkeit, fuhr Jossele fort, ist auch in anderen Zusammenhängen erforderlich. Zum Beispiel darfst du einen guten Zahnarzt niemals weiterempfehlen, oder du sitzt bald darauf stundenlang in seinem Wartezimmer. Und wenn du über den billigen Schneider, den du endlich gefunden hast, nicht in den wildesten Tönen schimpfst, wirst du ihn dir nach ein paar Monaten nicht mehr leisten können. Jetzt fällt mir auf, sagte ich nachdenklich, dass meine Frau, wenn sie Freundinnen zu Besuch hat, immer darüber jammert, dass ihr Friseur nichts taugt. Jossele nickte. Ein klarer Fall von Eskimo-Effekt. Wir hatten die Pferdestraße erreicht. Gerade als meine Magennerven sich auf rumänische Spezialitäten einzustellen begannen, sahen wir zu unserer peinlichen Überraschung von der anderen Seite Rudi und Schlomo herankommen. »Wieso seid ihr hier?« Es war nicht festzustellen, wer von uns Vieren das als Erster ausrief. Wahrscheinlich waren es alle. Was uns aber noch peinlicher überraschte, das Restaurant war geschlossen. Wir trommelten mit den Fäusten gegen den Rollbalken, vergeblich. Endlich tauchte in einem Fenster ein Bewohner auf. »Hat keinen Sinn«, rief er uns zu. »Der Rumäne ist pleite gegangen. Alle Welt hat über den armen Kerl so schlecht gesprochen, dass keine Gäste mehr kamen. Und es war das beste Restaurant in der ganzen Stadt.« Betrübt kehrten wir um. »Wer hätte gedacht«, sagte Jossele nach längerem Schweigen, »dass es bei den Eskimos auch Boomerangs gibt.« Jetzt aber wollen wir uns einem Problem zuwenden, das nichts mit guten oder schlechten Restaurants zu tun hat, sondern Ewigkeitswert besitzt. Ich liebe nämlich Suppen. Sicher, auf die massiven sozialen Veränderungen haben derlei gastronomische Lappalien keinen Einfluss, aber ihre menschliche Bedeutung soll man nicht unterschätzen. Soviel ich sehen kann, ist die Menschheit in 2 rivalisierende Lager geteilt. Das eine Lager nimmt vor der Hauptmahlzeit eine Suppe zu sich, das andere nicht. Daneben gibt es noch ein paar Außenseiter, die eine Suppe bereits als Hauptmahlzeit empfinden. Zu dieser kleinen, aber fanatischen Schar gehöre auch ich. Aus einer edlen Consommé mit zarten, goldenen Fettäuglein duften mir alle Wohlgerüche kulinarischer Poesie entgegen. Und schwimmen gar noch 2 oder 3 Leberknödelchen darinnen, dann ist für mich der Gipfel der Kochkunst erreicht. Wer Suppen liebt, kann kein schlechter Mensch sein, soll irgendjemand gesagt haben. Es war, glaube ich, ein Suppenfabrikant. Die Sache hat nur einen einzigen Haken. Suppen sind heiß.
Sie sind nicht nur heiß, sie sind, um die volle Wahrheit zu sagen, viel zu heiß. Immer viel zu heiß. Diese Feststellung ist das Ergebnis langjährigen Forschens und harter persönlicher Erfahrung. Noch nie und noch nirgends, sei es in Restaurants, in Privathäusern, in Klöstern oder wo immer, bin ich einer Suppe begegnet, die nicht schon beim ersten Löffel im Mund auf der Zunge Blasen erzeugt hätte, wie sie bei Verbrennungen dritten Grades aufzutreten pflegen. Es ist eine wahrhaft höllische Situation. Die Suppe steht vor dir, dampfend, wohlriechend, appetitlich, alle deine Magensäfte und Magennerven sind auf sie eingestellt, freuen sich auf sie, lechzen nach ihr und können sie nicht genießen, weil sie zu heiß ist und dir die Lippen verbrennt. Ich wurde mit diesem Problem bereits im Alter von 3 Jahren konfrontiert. Es war eine knallrote Tomatensuppe, die mir die ersten Brandwunden meines Lebens zufügte. Damals machte mich meine gute Mutter mit dem altehrwürdigen Ritual des Umrührens vertraut. Und seither rühre ich um, manchmal so lange, bis mein rechter Arm durch einen Muskelkrampf gelähmt wird. Wenn ich nicht irre, war es in dem freundlichen, für seine Gulaschsuppe berühmten Städtchen Kiskunfelegyhatscha, als sich diese berühmte Gulaschsuppe durch mein Umrühren in eine kompakte, zementartige Masse verwandelte, aus der sich der Löffel nicht mehr herausziehen ließ. Es war ein fürchterliches Erlebnis. Derartige Erlebnisse haben mich zu einem scheuen, schreckhaften, introvertierten Kind gemacht. Mein ganzes junges Leben lang sehnte ich mich nach einer Suppe mit genießbarer Temperatur, aber meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Jede Suppe, die ich bekam, war zu heiß. Aus großen, verstörten Augen blickte ich in die Welt und fragte, warum? Es kam keine Antwort. Sie ist noch immer nicht gekommen. Offenbar haben sich die Menschen mittlerweile an den vulkanischen Ursprung der Suppe und damit auch an die Tätigkeit des Umrührens gewöhnt. Sie betreiben es automatisch, mit jenem geistesabwesenden Gesichtsausdruck, den man bei Sträflingen auf ihrem Rundgang im Gefängnishof beobachten kann. Nach konservativen Schätzungen verbringt jeder Mensch insgesamt 1 Jahr seines Lebens mit dem Umrühren von Suppen. Das bedeutet einen Verlust von Millionen Arbeitsstunden für die Volkswirtschaft. Und was tut die Regierung dagegen? Sie erhöht die Steuern. Ein einziges Mal in meinem Leben, ich werde ewig daran denken. Es war ein kleines italienisches Gasthaus. Ein einziges Mal wurde mir eine Suppe serviert, die man tatsächlich sofort essen konnte. Eine Minestrone. Sie war nicht zu heiß. Sie war warm. Sie war gerade richtig. Vielleicht war sie schon in dieser Temperatur aus der Küche gekommen. Vielleicht hatte der geriebene Parmesan, den ich darüber gestreut hatte, eine Temperatursenkung bewirkt. Ich weiß es nicht und werde es nie erfahren. Kaum hatte ich den ersten Löffel zum Mund geführt, sprang der Kellner auf mich zu und riss mir den Teller weg. Die Suppe ist irrtümlich nicht gewärmt worden. Entschuldigen Sie, Signor. Als er sie zurückbrachte, konnte ich sein Gesicht nicht sehen, weil es von dichten Dampfwolken verhüllt war. Und als ich den ersten Löffel der gewärmten Suppe an die Lippen setzte, ließ ich ihn mit einem leisen Schmerzensschrei fallen. Die Flüssigkeit ergoss sich auf das Tischtuch, ein kleines Brandloch blieb zurück. Und zu Hause? Wenn eine Fliege die Unvorsichtigkeit begeht, ihren Weg über den Topf zu nehmen, in dem die beste Ehefrau von allen eine Suppe kocht, fällt das bedauernswerte Insekt mit versenkten Flügeln hinein, wie einst Ikarus, als er der Sonne zu nahe kam. Aus der Physikstunde wissen wir, dass Wasser bei 100 Grad Celsius kocht. Die Pilzsuppe, die ich neulich zu Mittag serviert bekam, hatte eine Temperatur von 150 Grad im Schatten. »Warum um des Himmels willen machst du die Suppe immer so heiß?« lautet meine ständige, ebenso verzweifelte wie erfolglose Frage am Beginn jeder Mahlzeit. »Suppen müssen heiß sein«, antwortet Stereotyp, die beste Ehefrau von allen. »Wenn sie dir zu heiß ist, rühr um.« Manchmal in meinen Träumen erscheint mir der Neandertaler, wie er 2 Steine gegeneinander schlägt und das Feuer entdeckt. Und wenn die Flamme hochzüngelt, lallt er mit wulstigen Lippen, »Suppe, Suppe!« Aber ich gebe nicht auf. Ich setze meinen Kampf gegen dieses Tabu fort.
Im Restaurant versäume ich niemals, dem Kellner, bei dem ich die Suppe bestelle, laut und deutlich einzuschärfen: Bitte nicht zu heiß, bitte keine brodelnde Suppe. Die Suppe soll in der Küche kochen, nicht auf dem Tisch. Der Kellner sieht glasigen Blicks durch mich hindurch, verschwindet, kehrt hinter einer Feuersäule zurück und stellt sie vor mich hin. Ich habe Sie doch gebeten, mir keine brennend heiße Suppe zu bringen. Aus Rauchschwaden dringt die Stimme des Kellners an mein Ohr. Heiß? Das nennen Sie heiß? Wenn ich ihn bitte, das nachzuprüfen und den Finger hineinzustecken, lehnt er ab. Begreiflich. Der Mann braucht die Hand für seinen Beruf und kann keine Brandwunden riskieren. Neuerdings versuche ich es mit Eiswürfeln, die ich gleichzeitig mit der Suppe bestelle. Oder ich gieße ein wenig kaltes Bier in den Teller. Natürlich ist es dann keine Suppe mehr, es ist eine übel riechende Flüssigkeit von undefinierbarer Farbe und eben solchem Geschmack, aber sie ist wenigstens nicht zu heiß. So werde ich älter und älter, die Kummerfalten in meinem Gesicht werden tiefer, mein einstmals aufrechter Gang ist gebückt von der Last des vergeblichen Kleinkriegs. Ich habe fast alles erreicht, was ich erreichen wollte: Erfolg, Ruhm und Anerkennung, die Liebe der Frauen, den Neid meiner Kollegen. Nur eines ist mir versagt geblieben: eine nicht zu heiße Suppe. Auf meinem Grabstein wird folgende Inschrift zu lesen sein: Hier ruht Ephraim Kishon, der bedeutende Satiriker, 1924 bis 2023. Sein Leben war ein einziges Umrühren. Verlassen wir die Restaurants und gehen wir endlich nach Hause. Die heimische Küche hat unschätzbare Vorteile. Erstens ist sie zweifellos preisgünstiger, außerdem gibt es keine Garderobenpflicht und die Ehefrau erwartet zumeist kein Trinkgeld. Das einzige Manko an der häuslichen Küche sind die Ameisen. Die Ameise zählt sicherlich zu den intelligentesten Untergottesinsekten, aber was heißt das, die Ameise? Es gibt ja nicht nur eine, es gibt Billionen, Trillionen oder noch etwas mehr. Abzüglich der drei, die wir gestern in der Küche umgebracht haben. Der Rest hat sich neu gruppiert. Ebenerdige Wohnungen wie unsere haben nämlich einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass man keine Stiegen steigen muss. Der Nachteil, dass auch die Ameisen keine Stiegen steigen müssen. Jeden Morgen überschreitet in diesem Sinne eine Armee von Ameisen unsere Schwelle, kriecht die Küchenwand hinauf, bis sie den Brotkorb erreicht hat, und verteilt sich über die Spülbecken. Von diesen Standorten beginnt ein nimmermüdes Kommen und Gehen, das den ganzen Tag lang anhält. Zweifellos nach einem wohldurchdachten System, von dem wir aber nichts weiter zu sehen bekommen als die Ameisen. Und bei uns gibt es besonders ameisenreiche Sommer. Nur ein paar von ihnen zu erschlagen, hilft nichts, entschied die beste Ehefrau von allen. Man muss das Nest aufspüren. Wir verfolgten die Prozession in entgegengesetzter Richtung. Sie führte in den Garten, verschwand kurzfristig unterm Gesträuch, kam wieder an die Oberfläche und verlief im Zickzack nach Norden. An der Stadtgrenze hielten wir inne. »Sie kommen von auswärts.« Schwer atmend drehte meine Frau sich um. »Aber wie haben Sie den Weg in unsere Küche gefunden?« Solche Fragen kann natürlich nur die Ameisenkönigin beantworten. Die arbeitenden Massen vertrauen ihren Gewerkschaftsführern, erfüllen ihr Arbeitspensum und schleppen ab, was abzuschleppen ist. Nach einigen Tagen sorgfältiger Beobachtung kaufte meine Frau ein im Fernsehen beworbenes Insektenpulver und bestreute die Ameisenstraßen von der Hausschwelle bis zur Speisekammer und weiter hinauf. Am nächsten Morgen kamen die Ameisen nur langsam vorwärts, weil sie die vielen kleinen Pulverhügel übersteigen mussten. Eine andere Wirkung zeigte sich nicht. Als nächstes setzten wir eine Insektenspritze ein. Die Vorhut fiel, die Hauptstreitkräfte marschierten weiter. »Sie sind sehr widerstandsfähig, das muss man ihnen lassen«, stellte meine psychologisch geschulte Gattin fest und wusch die ganze Küche mit Carbol. 2 Tage lang blieben die Ameisen weg, wir auch. Nach Abschluss der kurzen Feuerpause erschienen die Ameisenregimenter in voller Stärke und legten noch größeren Eifer an den Tag. Unter anderem entdeckten sie den Tiegel mit der Zwetschgenmarmelade. Sie haben nie wieder einen anderen Weg gewählt. Die beste Ehefrau von allen distanzierte sich von ihren anfänglichen Grundsätzen und begann, die Ameisen einzeln zu töten. Dutzende an jedem Morgen. Dann ließ sie es sein. »Es kommen immer neue«,
seufzte sie. Eine unerschöpfliche Masse. Wie die Chinesen. Irgendjemand gab ihr einen Tipp. Angeblich können Ameisen den Geruch von Gurken nicht vertragen. Am nächsten Tag war unsere Küche mit Gurken gepflastert. Aber die Ameisen hatten die Neuigkeit offenbar nicht gehört und nahmen ihren Weg nach kurzem Schnuppern zwischen den Gurken hindurch. Einige kicherten sogar. Wir riefen das Gesundheitsamt an und baten um Rat. Was tut man, um Ameisen loszuwerden? Das möchte ich selbst gerne wissen, antwortete der Beamte. Ich habe die Küche voller Ameisen. Nach ein paar weiteren kläglich gescheiterten Abwehrversuchen entschlossen wir uns, den ungleichen Kampf aufzugeben. Während wir frühstücken, zieht die Ameisenprozession an uns vorüber und nimmt die gewohnten Stellungen ein, ohne uns weiter zu stören. Wir brauchen uns nicht darum zu sorgen, ob alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung. Die Ameisen gehören zum Haus. Sie kennen uns bereits und behandeln uns mit reservierter Höflichkeit, wie es unter Gegnern, die gelernt haben, einander zu respektieren, üblich ist. Wer derartige häusliche Kampfhandlungen vermeiden möchte, kann jederzeit aufstehen und wieder ein Spitzenrestaurant aufsuchen. Hier hingegen hat man sich einem Problem aus den Grenzwissenschaften zu stellen, aus der Parapsychologie. Gleichzeitig wird aber auch ein uralter Menschheitstraum wahr, nämlich der, unsichtbar zu sein. Ich habe einen beträchtlichen Teil meines langen Lebens auf diesbezügliche Nachforschungen verwendet, deren Ergebnis nunmehr mit wissenschaftlich fundierter Sicherheit feststeht. Kellner von heute sehen mich nicht. Jeder ausgewachsene Kellner scheint Röntgenaugen zu besitzen. Er sieht durch mich hindurch, als wäre ich transparent. Er ist ein Musterbeispiel der allgemeinen Kommunikationskrise. In welchem Restaurant auch immer ich sitze, fühle ich mich wie der berühmte unsichtbare Mann aus einem Science-Fiction-Film. Manchmal zwicke ich mich, um Gewissheit zu erlangen. Ich zwicke mich, ergo bin ich. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ergo auch mein Dessert bekomme. Ein Dessert bekommt nur, wer den Blick des Kellners erhascht. Kein Kellnerblick, kein Kompott. Ein gastronomisches Schicksal. Soll ich mich damit trösten, dass ich in meinem Dilemma nicht allein bin? Die Gaststätten Europas bersten von Möchtegern-Essern, die sich erfolglos bemühen, von einem Kellner gesehen zu werden. Einige schwenken Papierservietten wild über ihrem Kopf hin und her, um auf diese Weise Augenkontakt mit dem Personal herzustellen. Oder sie schlagen gleichzeitig mit dem Messer gegen das Glas, um einen Audio-Video-Effekt zu erreichen. Aber was immer sie tun, kein Kellner sieht sie. Ich habe von einem verzweifelten Restaurantbesucher in Brüssel gehört, der zur Verdeutlichung seines Hungers eine blau-rote Rakete abbrannte. Es gab auch schon Versuche mit Lassos. Und in einem vornehmen Schlemmerlokal saß einmal ein Gast 20 Minuten lang mit einer Blinklampe auf dem Kopf, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des Kellners zu erregen. Er hoffte vergeblich. Nach Ansicht erfahrener Zeitgenossen gibt es nur einen einzigen sicheren Weg, den Kellner herbeizulocken. Aufzustehen und das Lokal zu verlassen, ohne zu zahlen. Die Anhänger dieser These sind im Irrtum. Der zeitgenössische Kellner legt nicht den geringsten Wert auf ihr schäbiges Geld. Was er will, ist Macht. Die nackte, selbstherrliche Macht, nur den zu nähren, der ihm passt. Man kann wohl eine Zeit lang um den heißen Brei herumreden, die Wahrheit aber kommt dennoch ans Licht. Der Schlüssel zur Kellnerseele ist und bleibt die leidige Trinkgeldfrage. Das hat nichts mit Inflation, Rezession, Konjunktur und dergleichen zu tun. Es ist ein rein psychologisches Phänomen. Wann und wo immer ich einem Oberkellner oder der Garderobenhexe eines öffentlichen Lokales gegenüberstehe, treten kleine, kalte Schweißperlen auf meine Stirn und ich fühle mich einer Ohnmacht nahe. Dabei weiß ich ganz genau, dass ich in meiner Not nicht allein bin, dass alle Gäste von der Trinkgeldfrage bedrängt werden, seit jeher, seit Erschaffung der Welt. Wahrscheinlich haben schon Adam und Eva der Schlange eine Kleinigkeit zugesteckt, zum Dank dafür, dass sie ihnen den richtigen Baum gezeigt hat. Aber was hilft's? Jeder dahergelaufene Kellner versetzt mich in Panik, wenn er, kaum dass ich mich über das Steak hermache, an meinen Tisch vorüberstreicht und mir zuflüstert, der Herr ist sicher kein Amerikaner. Amerikaner sind nämlich sehr knauserig. Nach derlei Andeutungen bin ich versucht, meine Brieftasche auf den Tisch zu legen und dem Kerl zu sagen, er möge sich doch bitte herausnehmen, was er für angemessen hält.
Einmal in einem Pariser Fischrestaurant habe ich das wirklich getan. Ich ging zu Fuß ins Hotel zurück. Die Frage des Trinkgelds lässt sich schon deshalb nicht beantworten, weil sie in einem Niemandsland gestellt wird, zu dem nicht einmal die Gewerkschaften Zutritt haben. Es ist ein immer wieder neu entstehender Nervenkrieg zwischen zwei Gegnern, von denen einer von Anfang an hoffnungslos im Nachteil ist. Dieser eine bin ich. Ich weiß nicht, wie viel Trinkgeld ich geben soll. Hinterher weiß ich's. Ich habe zu viel gegeben, wenn die Garderobiere meinen Mantel abbürstet, und zu wenig, wenn der Kellner die Münzen demonstrativ liegen lässt. Undurchsichtig bleiben nur die englischen Kellner, die selbst das üppigste Trinkgeld mit so herablassender Selbstverständlichkeit entgegennehmen, dass man ihnen am liebsten die Hand küssen möchte für die Gnade, die sie einem erwiesen haben. Anders die türkischen Ober, die sind menschlich. Wie hoch die Summe auch sein mag, die man ihnen in die Hand drückt, sie halten ungerührt die andere Hand hin, als wollten sie sagen, schön, das war das Trinkgeld, wo aber bleibt der Backschisch? Der Einfluss der Geografie auf die Trinkgeldfrage ist nicht zu unterschätzen. Im Allgemeinen steigt die Höhe des Trinkgelds in direkt proportionalem Verhältnis zur Höhe der Temperatur. Je heißer, desto höher. Am Mittelmeer doppelt so hoch. In Venedig zum Beispiel steht seit Jahrhunderten vor jedem halbwegs freundlichen Restaurant ein pockennarbiger, zahnloser Greis, nähert sich dem Ein- oder Aussteigenden mit dem Ruf »Attenzione, Stufe« und beginnt in gotteslästerlichem Sizilianisch zu fluchen, wenn man ihn nicht dafür bezahlt. Für 2000 Lire sagt er »Grazie«, für 5000 oder mehr sagt er etwas auf Englisch, für 1000 sagt er nichts, für 500 spuckt er. Demgegenüber gebührt den italienischen Kellnern, diesen Großmeistern der Aufrundung, ein Wort des Lobes. Gleichgültig, wie viel du gegessen hast, sie machen dir die Rechnung über genau 19.400 Lire und gehen nicht fehl in der Annahme, dass du dir auf 2 10.000 Lire Noten doch nicht einige schäbige Münzen zurückgeben lassen wirst. Hier zeigt sich die psychologische Chancenvielfalt der Trinkgeldaspiranten. All diese tiefschürfenden Überlegungen lösen leider unser Grundproblem keineswegs, welche Trinkgeldhöhe nun wirklich die richtige ist. Nüchtern betrachtet erkauft man nämlich mit dem Trinkgeld in Wahrheit das Lächeln der Kellnerin oder zumindest ihre Bereitschaft, dich nicht zu beschimpfen. Daraus folgt, dass sich die Höhe des Trinkgelds nach der Festigkeit deines Charakters richtet. Je unsicherer du dich fühlst, desto höher wird die Bestechungssumme sein, die du für ein paar flüchtige Augenblicke der Selbstbestätigung zu zahlen bereit bist. Die Schwierigkeit liegt darin, dass du dir in einem Sekundenbruchteil und ohne jede Hilfe darüber klar werden musst, wie viel dir das Wohlwollen des frustrierten Mütterchens wert ist, das dir beim Verlassen des Kaffeehauses in den Mantel hilft. Damit nicht genug, musst du auch noch die Fähigkeit des jeweiligen Trinkgeldempfängers, dir durch eine gezielte Pflegelei den Rest des Tages zu verderben, richtig einschätzen. Eine verzwickte Angelegenheit. Die Gastfreundschaft gehört im Vorderen Orient zu den heiligsten Geboten. Ein Beduinenscheich, bei dem du eingekehrt bist, wird dich, auch wenn du monatelang bleibst, nie zum Aufbruch mahnen. Leider sind die Beduinenscheichs unter heutigen Oberkellnern an einer Hand abzuzählen. Diese Tatsache wurde mir bewusst, als die beste Ehefrau von allen ein paar Minuten vor 11 Uhr abends mitten in der Hauptstraße stehen blieb und sagte, »Lass uns noch eine Tasse Tee trinken.« Wir betraten das nächste Café-Restaurant, ein kleines, intimes Lokal mit diskreter Neonbeleuchtung, einer blitzblanken Espressomaschine und zwei Kellnern, die sich gerade umkleideten. Außer uns war nur noch ein glatzköpfiger Mann vorhanden, der mit einem schmutzigen Fetzen die Theke abwischte. Bei unserem Eintritt sah er auf seine Uhr und brummelte etwas Unverständliches zu einem der beiden Kellner hinüber, der daraufhin seinen Rock wieder auszog und in ein Jackett von unbestimmter Farbe schlüpfte. Die Luft war mit Sozialproblemen geladen, aber wir taten, als wäre es eine ganz normale Luft und ließen uns an einem der Tische nieder. »Tee«, bestellte ich unbefangen, 2 Tassen Tee. Der Kellner zögerte. Dann öffnete er die Tür zur Küche und fragte demonstrativ angewidert, »Ist das Wasser noch heiß?«
Unterdessen schob draußen auf der Terrasse der andere Kellner die Tische mit harten, präzisen Rucken zurecht, die den unerbittlichen Ablauf der Zeit markierten. Der Tee schwappte ein wenig über, als der erste Kellner die beiden Tassen vor uns hinknallte. Wir versuchten, die farblose Flüssigkeit durch emsiges Umrühren ein wenig zu wärmen. »Entschuldigen.« Es war der Glatzkopf. Er hob das Tablett mit unseren beiden Tassen und nahm das fleckige Tischtuch an sich. Auch der Tisch war nicht ohne. Der erste Kellner hatte den unterbrochenen Kostümwechsel wieder aufgenommen und stand jetzt in einem blauen Regenmantel in der Tür. Er machte den Eindruck, als warte er auf etwas. Der zweite Kellner war mit dem Zusammenfalten der Flecktücher fertig geworden und drehte die Neonlichter ab. »Vielleicht«, flüsterte ich meiner Ehefrau zu, »vielleicht möchten Sie, dass wir gehen. Wäre das möglich?« »Es wäre möglich«, flüsterte sie zurück, »aber wir müssen es ja nicht bemerken.« Wir fuhren fort, an unserem im Halbdunkel liegenden Tisch miteinander zu flüstern und nichts zu bemerken. Auch das Tablett mit der Rechnung, das mir der Regenmantelkellner kurz darauf unter die Nase hielt, nahm ich nur insoweit zur Kenntnis, als ich es beiseite schob. Der Glatzkopf nahm das schicke Hütchen meiner Ehefrau vom Haken und legte es mitten auf den Tisch. Sie bedachte ihn mit einem freundlichen Lächeln. »Vielen Dank. Haben Sie Kuchen?« Der Glatzkopf erstarrte mit offenem Mund und drehte sich zum zweiten Kellner um, der vor dem großen Wandspiegel seine Haare kämmte. Es herrschte Stille. Dann tauchte der erste Kellner, der mit dem blauen Regenmantel, im Dunkel unter, tauchte wieder auf und warf uns einen käsigen Klumpen vor, der beim Aufprall sofort zerbröckelte. Eine Gabel folgte klirrend. Meine Gattin konnte das Zittern ihrer Hände nicht unter Kontrolle bekommen und ließ die Gabel fallen. Da sie nicht mehr den Mut hatte, eine neue zu verlangen, unternahm ich es an ihrer Stelle. Wenn Blicke töten könnten, wäre jede ärztliche Hilfe zu spät gekommen. Die Neonlichter wurden einige Male in rascher Folge an- und abgedreht. Das gab einen hübschen Flackereffekt, der uns aber nicht weiter beeindruckte. Auch die Tatsache, dass der Glatzkopf sich gerade jetzt vergewissern musste, ob der Rollladen vor der Eingangstür richtig funktionierte, ließ uns kalt. Aus der Küche kam eine alte, bucklige Hexe mit Kübel und Besen hervorgeschlurft und begann, den Boden zu waschen. Warum sie damit bei unserem Tisch begann, weiß ich nicht. Jedenfalls hoben wir, um ihr keine Schwierigkeiten zu machen, die Füße und hielten sie so lange in die Luft, bis die Hexe weiterschlurfte. Der gekämmte Kellner hatte um diese Zeit fast alle Stühle auf die Tische gestellt. Eigentlich fehlten nur noch unsere. »Warum sagen Sie uns nicht, dass wir gehen sollen?«, fragte ich die beste Ehefrau von allen, die in solchen Fällen meistens die richtige Antwort weiß. »Weil Sie uns nicht in Verlegenheit bringen wollen. Es sind höfliche Leute.« In kultivierten Ländern wird das Gastrecht heilig gehalten, auch heute noch. Mit uralten Traditionen bricht man nicht so leicht. Der erste Kellner stand bereits draußen auf der Straße, von wo er uns aufmunternde Blicke zuwarf. Der zweite half dem Glatzkopf in den Mantel. Der Glatzkopf öffnete einen kleinen schwarzen Kasten an der Wand und tauchte mit zwei knappen Handgriffen das Lokal in völliges Dunkel. Im nächsten Augenblick spürte ich die Sitzfläche eines Stuhls auf meinem Rücken. »Könnte ich ein paar Zeitschriften haben?«, hörte ich meine Frau sagen. Ich tastete durch die Dunkelheit nach ihrer Hand und drückte sie anerkennend. Ein Zündholz flammte auf. In seinem schwachen Schein kam der Glatzkopf auf uns zu. »Sperrstunde. Wir schließen um Mitternacht.« »Ja, aber warum haben Sie das nicht gleich gesagt?«, fragte ich. »Woher sollen wir das wissen?« Wir ließen die Stühle von unseren Rücken gleiten, standen auf und rutschten über den nassen Fußboden hinaus. Nachdem wir ein wenig ins helle Straßenlicht geblinzelt hatten, sahen wir auf die Uhr. Es war genau 10 Minuten vor Mitternacht. Zwar stehen wir noch immer unter Kuratel der Kellnerschaft, aber immerhin kommen wir endlich zum Kern der Sache, zum Essen selbst. Allerdings wird die folgende Geschichte vom Tierschutzverein nicht empfohlen. Diese Geschichte wäre wohl niemals geschrieben worden, hätte es in dem vor kurzem eröffneten Restaurant Martin und Maiglock nicht diese riesenhaften Steaks gegeben, die wie eine gezielte Demonstration gegen die Sparmaßnahmen unseres Ernährungsministers aussahen.
Wir, die beste Ehefrau von allen, die drei Kinder und ich, nahmen unser Mittagessen jeden Samstag bei Martin und Maiglock ein. Und jeden Samstag stellten sie diese 5 Riesenportionen vor uns hin. Beim ersten Mal glaubte ich noch an einen Irrtum oder an eine Einführungsmaßnahme. Aber es war, wie sich alsbald erwies, keine Einführungsmaßnahme. Es war die Regel. Und sie machte besonders den Kindern schwer zu schaffen. Verzweifelt starrten sie auf ihre Teller, die nicht leer werden wollten. »Mami, ich kann nicht mehr.« Und es war ja wirklich zum Heulen, auch für die Erwachsenen. Denn die Steaks im Restaurant Martin und Maiglock waren von erlesener Güte. Und man wurde ganz einfach trübsinnig bei dem Gedanken, dass man bestenfalls die Hälfte aufessen konnte und die andere Hälfte zurücklassen musste. Musste man? »Warum nehmen wir den Rest nicht mit nach Hause?« flüsterte eines Samstags die beste Ehefrau von allen. »Mehr als genug für ein ausgiebiges Abendessen.« Sie hatte recht. Es fragte sich nur, wie ihr hervorragender Plan zu verwirklichen wäre. Schließlich kann man nicht mit Händen voller Steaks ein dicht gefülltes Restaurant verlassen. Andererseits erinnerte ich mich mit Schaudern an jene halbe Portion Hamburger, die ich einmal in eine Papierserviette eingewickelt und achtlos in meine hintere Hosentasche gesteckt hatte. Auf dem Heimweg machte ich einen kleinen Einkauf, wollte zahlen, griff nach meiner Geldbörse und... Nein, dergleichen sollte mir nie wieder passieren. Keine Schmuggelversuche. Alles muss streng legal vor sich gehen. Ich rief Herrn Maiglock an den Tisch. Hätten Sie wohl die Freundlichkeit, diese Überbleibsel einzupacken? Für unseren Hund. Während ich mich noch über das Raffinement freute, mit dem ich Franzi, unsere rassige Wechselbalghündin, als Alibi benutzt hatte, kam Herr Maiglock aus der Küche zurück. In der Hand trug er einen gewaltigen Plastikbeutel, im Antlitz ein freundliches Lächeln. »Ich hab noch ein paar Knochen dazu getan«, sagte er. Es müssen mindestens 15 Pfund Elefantenknochen gewesen sein, vermehrt um allerlei Leber- und Nierengewächs und was sich sonst noch an Speiseresten in den Mülltonnen des Restaurants Martin und Maiglock gefunden hatte. Wir nahmen den Sack unter lebhaften Dankesbezeugungen entgegen, leerten ihn zu Hause vor Franzi aus und flüchteten. Franzi verzehrte den anrüchigen Inhalt mit großem Appetit. Nur die Steaks ließ sie stehen. Kassette bitte wenden. Kassette 2, Seite 2. Fortsetzung der Geschichten »Essen ist meine Lieblingsspeise« von Ephraim Kishon. Am folgenden Wochenende, um einiges klüger geworden, änderte ich meine Strategie. »Herr Maiglock, bitte, packen Sie das übrig gebliebene Fleisch für unseren Hund ein. Aber geben Sie bitte nichts anderes dazu.« »Warum nichts anderes?« erkundigte sich Herr Maiglock. »In unserer Küche wimmelt es nur so von Leckerbissen für Ihren vierbeinigen Liebling.« Ich erklärte ihm die Sachlage. »Unsere Franzi ist ein sehr verwöhntes Tier. Sie will nur Steaks haben, nichts als Steaks. Vom Grill.« An dieser Stelle mischte sich vom Nebentisch her ein lockiger Gelehrtenkopf ins Gespräch. »Sie machen einen schweren Fehler, mein Herr. Sie verpassen dem armen Tier eine denkbar ungeeignete Nahrung.« Der Lockenkopf gab sich als Tierarzt zu erkennen und setzte, meine Proteste nicht beachtend, seinen Vortrag laut hörbar fort. »Das Abträglichste für das Verdauungssystem eines Hundes ist gegrilltes oder gebratenes Fleisch. Wahrscheinlich wird Ihr Hund daraufhin nicht mehr wachsen. Zu welcher Rasse gehört er?« »Es ist ein Zwergpudel«, entgegnete ich hämisch. »Und außerdem eine Hündin.« Damit kehrte ich dem Quälgeist den Rücken und bat Herrn Maiglock, die Steaks, wenn er uns denn unbedingt noch etwas anderes mitgeben wollte, gesondert zu verpacken. Alsbald brachte Herr Maiglock die sorgfältig in Zeitungspapier eingewickelten Steaks. »Was soll das?« fuhr ich ihn an. »Haben Sie keinen Plastikbeutel?« »Wozu?« fragte Herr Maiglock. Ich schwieg. Wie sollte ich diesem Idioten begreiflich machen, dass ich keine Lust auf Steaks hatte, an denen noch die Reste eines Leitartikels klebten? Auf der Heimfahrt schleuderte ich das Zeitungspaket zum Wagenfenster hinaus. Aber so leicht gab ich nicht auf. Am nächsten Samstag erschienen wir mit unserem eigenen Plastikbeutel,
Der lockenköpfige Veterinär musste in hilflosem Zorn mit ansehen, wie wir das schädliche Material in hygienisch einwandfreier Verpackung forttrugen. Es reichte für 3 Tage und 3 Nächte. Wir hatten Steak zum Abendessen, Steak zum Mittagsmahl, Steak zum Frühstück. Franzi lag daneben, beobachtete uns aufmerksam und verschmähte die ihr zugeworfenen Happen. Ephraim, seufzte die beste Ehefrau von allen, als wir am Samstag wieder bei Martin und Maiglock Platz nahmen. Ephraim, ich kann kein Steak mehr sehen, geschweige denn essen. Sie sprach mir aus der Seele, die Gute. Aus der Seele und aus dem Magen. Auch die Kinder klatschten in die Hände, als wir Schnitzel bestellten. Und wir bestellten sie sicherheitshalber bei Herrn Martin. Herr Maiglock, der liebenswürdige Tölpel, ließ sich dadurch in keiner Weise beirren. Nachdem wir gegessen hatten, brachte er einen prall mit Steakresten gefüllten Plastiksack angeschleppt. »Für Franzi«, sagte er. Von da an beschäftigte uns allsamstäglich das Problem, wie wir die sinnlosen Gaben loswerden sollten. Man kann ja auf die Dauer nicht durch die Stadt fahren und Fleischspuren hinter sich lassen. Endlich hatte ich den erlösenden Einfall. Kaum saßen wir an unserem Samstagmittagstisch, wandte ich mich mit trauriger Miene und ebensolcher Stimme an Herrn Maiglock. »Bitte, keine Steaks mehr. Franzi ist tot.« In tiefem Mitgefühl drückte mir Herr Maiglock die Hand. Am Nebentisch aber erhob sich der Hundefutterfachmann und stieß einen empörten Schrei aus. »Sehen Sie, ich hatte Sie gewarnt! Jetzt haben Sie das arme Tier umgebracht!« Rafi, unser Ältester, murmelte etwas von einem Verkehrsunfall, dem Franzi zum Opfer gefallen sei, aber das machte die Sache nicht besser. Die Stimmung war gegen uns. Wir schlangen unsere Mahlzeit hinunter und schlichen mit schamhaft gesenkten Köpfen davon. Auf dem Heimweg fühlten wir uns wie eine Bande von Mördern. Wäre Franzi tot auf der Schwelle unseres Hauses gelegen, es hätte uns nicht überrascht. Zum Glück empfing sie uns mit fröhlichem Gebell wie immer. Es war alles in bester Ordnung. Schlimmstenfalls können wir Herrn Maiglock immer noch erzählen, dass wir uns einen neuen Hund gekauft hätten. Sehen wir den Dingen ins Auge. Nicht das Steak, nicht der Beigel, nicht einmal die brühheiße Suppe stellen die heiklen Punkte in den alltäglichen Essgewohnheiten dar, sondern der Trend, sich das Essen überhaupt abzugewöhnen. Mich persönlich beunruhigt die allgemeine Bereitschaft, leckere Marzipantorten auf dem Altar der Bikinis und der Kragenweiten zu opfern. Der moderne Mann, das heißt einer, der sich im Schwimmbad noch zeigen kann, träumt nicht mehr vom Spanferkel, sondern davon, dass seine Kleider um ihn schlottern. Er zählt nicht die Rosinen in seinem Apfelstrudel, sondern die Löcher in seinem Gürtel. Ephraim, fragte mich eines Tages die beste Ehefrau von allen, Ephraim, bin ich dick? Nein, Frau, antwortete ich, du bist nicht dick. Aber du bist dick. Meinst du? Dann muss ich dir aber sagen, dass du noch viel dicker bist. In Wahrheit ist niemand von uns beiden dick im eigentlichen Sinne des Wortes. Die beste Ehefrau von allen mag vielleicht an einigen Ecken und Enden ihres Körpers gewisse Rundungen aufweisen. Und was mich betrifft, so sehe ich von hinten manchmal ein wenig schwammig aus. Aber das sind eher persönliche Eindrücke als das Gebot der Waage. Trotzdem und für alle Fälle nahmen wir mit einer der Gewichtsüberwachungsstellen Kontakt auf, wie sie heute aus dem Boden schießen. Die Freundinnen meiner Frau erzählen Wunderdinge von diesen Kontrollstationen, die dem leichten Leben der Schwergewichtler ein Ende setzen. Zum Beispiel haben sie das Gewicht eines stadtbekannten Friseurs derart verändert, dass er jetzt 40 Kilo wiegt statt 130. Und ein Theaterdirektor kam in 2 Monaten von 90 Kilo auf minus 10. Wir wurden von einer Direktrice und einem spindeldürren Dozenten in Empfang genommen. Noch wenige Monate zuvor, so berichteten seine hingerissenen Schüler, wurden 2 Sitzplätze frei, wenn er aus dem Autobus ausstieg. Heute tritt er gelegentlich in einem Kindertheater als Gespenst auf. Der Dozent machte uns umgehend mit der Vorgangsweise bekannt. Für jeden Abmagerungskandidaten wird eine eigene Akte angelegt. Gegen geringe Aufzahlung wird er einmal wöchentlich einer mündlichen Gehirnwäsche unterzogen und bekommt ein schriftliches Menü.
Man muss nicht gänzlich auf Nahrungsaufnahme verzichten. Man muss nur bestimmte Dinge aufgeben, einschließlich der Geschmacksnerven. Kein Brot, kein Weißgebäck, keine Teigwaren, keine Butter. Nichts, was Fett, Stärke oder Zucker enthält. Stattdessen Kohlrabi in jeder beliebigen Menge. Ungesäuertes Sauerkraut und aus dem Wasser gezogenen Fisch. 2 Gläser Milch pro Tag. Keinerlei sportliche Betätigung, weil sie den Appetit anregt. Besonders empfohlen, einmal wöchentlich 1 Stunde lang ausgestreckt auf dem Boden liegen und dazu lauwarmes Wasser trinken. Nach Ablauf von 7 Tagen wird man auf der Kontrollstelle gewogen und wenn man kein Gewicht verloren hat, ist man selber schuld und soll sich schämen. Hat man Gewicht verloren, wird man anerkennend gestreichelt. Ausgezeichnet, sagte ich. Wir sind sehr zärtlichkeitsbedürftig. Die Direktrice führte uns in einen anderen Raum, wo wir eine Waage besteigen mussten. Ohne Schuhe und ohne Armbanduhren. Das Resultat war niederschmetternd. Es tut mir leid, sagte die Direktrice. Sie können das erforderliche Übergewicht nicht aufweisen. Mir wurde schwarz vor Augen. Nie hätte ich geglaubt, dass man uns wegen einer solchen Formalität das Recht auf Abmagerung nehmen würde. Schließlich fehlten mir nur 3 Kilo zu einem amtlich beglaubigten Fettwanst. Und meine Frau, wenn auch von kleiner Statur, wäre mit einem Zuschlag von 1,5 Kilo ausgekommen. Aber die Gewichtsüberwacher ließen nicht mit sich handeln. So kehrten wir nach Hause zurück und begannen alles zu essen, was verboten war. 2 Wochen später meldeten wir uns wieder auf der Kontrollstation in der begründeten Hoffnung, dass unsere Aufnahme nun nichts mehr im Wege stünde. Zur Sicherheit hatte ich meine Taschen mit 50 Pfund in kleinen Münzen vollgestopft. »Herzlich willkommen«, sagte die Direktrice, nachdem sie uns gewogen hatte. »Jetzt kann ich eine Akte für Sie anlegen.« Hierauf gab uns der Dozent seine Anweisungen. 3 große Mahlzeiten täglich. Sie dürfen sich nicht zu Tode hungern. Sorgen Sie für Abwechslung. Wenn Ihnen das Sauerkraut über wird, wechseln Sie zum Kohlrabi und umgekehrt. Hauptsache, kein Fett, keine Stärke, kein Zucker. Kommen Sie in 1 Woche wieder. 7 Tage und 7 Nächte lang hielten wir uns sklavisch an die Vorschriften. Unser Käse war weiß und mager, unser Brot war grün von den Gurken, die es durchsetzten, unser Sauerkraut war sauer. Als wir am 8. Tag die Waage bestiegen, hatten wir beide je 200 Gramm zugenommen, und das mit leeren Taschen. »So etwas kann passieren«, äußerte der Dozent. »Sie müssen etwas strenger mit sich sein.« In der folgenden Woche aßen wir ausschließlich Kohlrabi, der uns in eigenen Lieferwagen direkt vom Güterbahnhof zugestellt wurde. Und wirklich, wir hatten nicht zugenommen. Allerdings auch nicht abgenommen. Wir stagnierten. Der Zeiger der kleinen Waage, die wir für zu Hause angeschafft hatten, blieb immer an derselben Stelle stehen. Es war ein wenig enttäuschend. In einer alten Apotheke in Jaffa entdeckte die beste Ehefrau von allen eine ungenaue Waage, aber dort stand die halbe weibliche Bevölkerung Schlange. Außerdem käme auf der Kontrollstation ja doch die Wahrheit heraus. Allmählich begann ich zu verzweifeln. Sollten wir für alle Ewigkeit bei unserem jetzigen Gewicht stecken bleiben? Wieso hatte meine Frau nicht abgenommen? Für mich selbst gab es ja eine Art Erklärung für dieses Phänomen. Mir war zu Ohren gekommen, dass ich Nacht für Nacht in die Küche schlich, um mich dort im Untergrund über größere Mengen von Käse und Würstchen herzumachen. Die Rache des Kohlrabi, zu dem ich in den folgenden Wochen zurückkehrte, ließ nicht lange auf sich warten. In der 7. Woche unserer Qual, die 7. Woche ist bekanntlich die kritische, fuhr ich mitten in der Nacht aus dem Schlaf hoch. Ich verspürte ein unwiderstehliches Bedürfnis nach dem betörenden Geruch und Geräusch von brutzelndem Fett. Ich musste unbedingt sofort etwas Gebratenes essen, wenn ich nicht verrückt werden wollte. Ich war bereit, für ein paar lumpige Kalorien einen Mord zu begehen. Der bloße Gedanke an die Buchstabenfolge Baisers mit Cremefüllung ließ mich erzittern. Fiebervisionen von Kohlehydraten suchten mich heim. Ich glaubte, den Begriff der Kohlehydrate in körperlicher Gestalt zu sehen. Ein süßes, anmutiges Mädchen, das in einem weißen Brautkleid und mit wehenden Goldhaar über eine Wiese lief. Kohlehydrate, rief ich hinter ihr her. Warte auf mich, Kohlehydrate. Ich liebe dich. I love you. Je t'aime. Jatiduba lubel ju. Bleib bei mir, Kohlehydrate. In der nächsten Nacht hatte ich sie tatsächlich eingeholt. Ich glitt aus dem Bett, schlich in die Küche, leerte einen vollen Sack Popcorn in eine Pfanne mit siedendem Öl, streute Unmengen von Zucker darüber und verschlang das Ganze auf einen Sitz.
Und das war nur der Beginn des Kalorienfestivals. Gegen Mitternacht stand ich am Herd, um Birnen zu braten, als plötzlich neben mir die fragile Gestalt der besten Ehefrau von allen auftauchte. Mit geschlossenen Augen näherte sie sich dem Wäschekorb und entnahm ihm etwa ein Dutzend Tafeln Schokolade, die sie sofort auswickelte. Auch mir gab sie davon, und ich zermalmte sie mit wohligem Grunzen. Mittendrin erwachte mein Abmagerungsinstinkt. Ich kroch zum Telefon und wählte die Nummer der Überwachungszweigstelle. »Kommen Sie schnell, schnell, sonst essen wir. Schokolade!« »Wir kommen sofort«, rief am anderen Ende der Dozent. »Wir sind schon unterwegs.« Bald darauf hielt mit kreischenden Bremsen das Auto der Gewichtsüberwacher vor unserem Haus. Sie brachen durch die Tür und stürmten die Küche, wo wir uns in Haufen von Silberpapier, gebratenen Obstüberbleibseln und flüssiger Creme herumwälzten. Eine halbe Tafel Schokolade konnten sie noch retten. Alles andere hatte den Weg in unsere Mägen gefunden und hatte uns bis zur Unkenntlichkeit aufgebläht. Der Dozent nahm uns auf die Knie. Rechts mich, links die beste Ehefrau von allen. »Macht euch nichts draus, Kinder«, sprach er väterlich. »Ihr seid nicht die Ersten, denen das passiert. Schon viele unserer Mitglieder haben in wenigen Stunden alles Gewicht, das sie in Jahren verloren hatten, wieder zugenommen. Lasset uns von vorne anfangen.« »Aber keinen Kohlrabi«, flehte ich mit schwacher Stimme. »Ich beschwöre Sie, keinen Kohlrabi.« »Dann«, so der Dozent, »seien es Karotten.« Wir haben die Reihen der überwachten Gewichtsabnehmer verlassen. Wir waren völlige Versager. Na und? Gut genährte Menschen haben bekanntlich den besseren Charakter. Sie sind freundlich, großzügig und den Freuden des Daseins zugetan. Sie haben, kurzum, mehr vom Leben. Was sie nicht haben, ist Kohlrabi und Sauerkraut. Aber das lässt sich verschmerzen. Es ist hinlänglich bekannt, dass Auslandsreisen viele positive Aspekte haben. Das Abnehmen gehört leider nicht dazu. Jedes Volk dieser Erde hat seine Nationalspeise. Die Israelis zum Beispiel haben ihren arabischen Skischkebab, die Wiener die Frankfurter und die Frankfurter die Wiener. Das Gefährlichste jedoch sind die italienischen Spaghetti, die keine bloße Nationalspeise, sondern eine psychopathologische, traumatisch vererbte Zwangshandlung sind. Die Italiener essen fast pausenlos und fast pausenlos Spaghetti. Es gibt eigentlich nichts, wozu sie keine Spaghetti essen. Wenn man ein Beefsteak bestellt, greift der Kellner zuerst einmal in einen Bottich mit Spaghetti. Ohne Spaghetti kein Fleisch, kein Fisch, keine Vorspeise, keine Nachspeise, keine Spaghetti. Einmal, als ihr wieder nicht bestellte Spaghetti serviert wurden, wagte meine todesmutige Gattin Einspruch zu erheben. »Bitte, wir haben keine Spaghetti bestellt.« »Signora«, wies der Kellner sie indigniert zurück, »das sind keine Spaghetti. Das sind Allegretti con Brio al Pomodoro Rosso di Ottorino Respighi.« Denn die Italiener haben immer neue Namen für die immer gleichen Spaghetti. Man weiß eigentlich nie, was man isst, wenn man Spaghetti isst, außer dass es Spaghetti sind. Proteste fruchten nichts, da kann man reden, so viel man will. Außerdem gehört es zur schwersten Bürde der Touristen, die Kunst des Aufwickelns zu erlernen. Nach Italien eingewanderte Familien brauchen oft 3 Generationen lang, ehe sie es fertigbringen, diese 8 Meter langen Gummischläuche richtig zu rollen. Eines Tages, es war im schönen Bologna, wurde es mir zu dumm. Ich zog mein Taschenmesser heraus und zerschnitt die wild gewordene Spaghetti-Schlange in kleine Stücke. Die beste Ehefrau von allen wollte vor Scham in die Erde versinken. Mich aber rettete meine Tollkühnheit vor dem Hungertod. Da kam der Padrone dahergelaufen. »Signore, was machen Sie? Spaghetti mit dem Messer!« »Amigo«, extemperierte ich, »so essen wir sie in Mexiko, südlich von Guadalajara.« Die folgende kulinarische Geschichte rührt an die geheimnisvolle Welt der fernöstlichen Kochkunst im nicht ganz so fernen Westen, in Holland. Wer hätte gedacht, dass sich gerade dort der etwas überholte marxistische Lehrsatz vom Umschlag der Quantität in Qualität bestätigen würde, noch dazu mit flüssiger Schokolade übergossen. »Können Sie uns ein gutes Restaurant empfehlen?« fragten wir den Portier unseres Amsterdamer Hotels, als es Zeit zum Abendessen wurde. Wir waren sehr hungrig, die beste Ehefrau von allen und ich. In den letzten 3 Tagen hatten wir ein holländisches Restaurant nach dem anderen ausprobiert
wobei wir uns teils nach unserem Instinkt richteten und teils nach den Preisen der am Eingang ausgehängten Speisekarten. Die Preise trogen uns nur selten, der Instinkt fast immer. So hatte zum Beispiel unsere letzte Mahlzeit aus hauchdünn geschnittenen Scheiben rohen Fisches bestanden. Eine holländische Spezialität, wie uns versichert wurde. Deshalb waren wir ja so hungrig. Und deshalb beschlossen wir, uns endlich ein normales, ausgiebiges Menü zu gönnen. »Wenn Sie wirklich gut essen wollen«, sagte der Portier, »empfehle ich Ihnen ein indonesisches Restaurant.« Wir machten uns auf den Weg zum empfohlenen Restaurant Bali, reihten uns in die Schlange der draußen Wartenden ein und wurden, als wir endlich eintreten durften, von einem indonesischen Empfangschef begrüßt. Er hieß, wie ein an seinem Jackenrevers befestigtes Kärtchen bekannt gab, Max Fleischmann und führte uns nicht etwa an einen Tisch, sondern bat uns, an der Bar Platz zu nehmen. Sobald ein Tisch frei wäre, würde er uns rufen, in 10 oder längstens 15 Minuten. Wir nahmen an der Bar Platz und betrachteten, nur dann und wann vom Knurren unserer Mägen abgelenkt, das dicht gefüllte Lokal. Es war besonders geschmackvoll eingerichtet, mit Girlanden geschmückten Bambusmatten, allerlei exotischen Pflanzen und diskreten Kerzen in kunstvoll verschlungenen Haltern, genau das, wofür die internationale Küche den Ausdruck Schickimicki geprägt hat. Zwischen den Tischen huschten auf lautlosen Sandalen viele kleine Indonesier herum, in folkloristische Pyjamas gekleidet, die Köpfe mit gebatikten Taschentüchern umhüllt. Es war sehr schön. Als uns der Indonesier Fleischmann nach längstens einer halben Stunde an einen Tisch führte, wurde uns von einem herbeigehuschten Pyjama die Menükarte überreicht, ein exzessiv großes, in südbalinesischem Dialekt gehaltenes Schriftstück, auf dem es von Ausdrücken wie Krepek, Gadugacho, Nasi Goreng, Orang-Utan und dergleichen wimmelte. Aus unserer Ratlosigkeit erlöste uns Max mit der Mitteilung, dass alle diese Speisen ausgegangen seien und dass wir uns eine Riechtafel à la Bali bestellen sollten, die Spezialität des Hauses und ein typisch indonesisches Gericht. Mir fiel auf, dass es zugleich das teuerste Gericht des gesamten Angebots war, aber ich bestellte es trotzdem. In Sekundenschnelle war unser Tisch von weiteren 4 Tischen umstellt, jeder mit der gebührenden Anzahl Kerzen und auf jedem ungefähr ein Dutzend flacher Schüsselchen voll des köstlichen Inhalts. Da gab es braun gebratene Hühnerbrüste in dunkler Soße, da gab es geräucherte Zunge und gebackene Fischfilets, Krustentiere und Sardinen, Brokkoli und Gurken, Edelpilze und Sojabohnensprossen, Bananenscheiben und Ananasringe, Süßes und Saures und eine Vielfalt paradiesischer Düfte. »Ah«, seufzte im Vorgeschmack der kulinarischen Genüsse die beste Ehefrau von allen, »das ist der ferne Osten in seiner ganzen prachtvollen Fülle. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Vielleicht nehme ich zuerst eine Schildkrötensuppe, dann die pikant gewürzten Champignons, dann eine Melone mit ausgelösten Krebsschwänzen, dann...« In diesem Augenblick trat ein Kellner mit rosafarben verbundenem Kopf heran und entzog die Tische mit den Schüsseln unserem Zugriff. »Ich anlichten Speisen wie in Indonesien«, verkündete er lächelnd, und unter mehrfachen Verbeugungen »Dankeschön«. Damit klatschte er einen Löffel Reis in die Schildkrötensuppe, tat ein paar Scheiben roter Rübe und grüner Gurke dazu, ließ einen Zwiebelring folgen, den er durch ein Näpfchen mit Zimt gerollt hatte, und krönte sein Werk mit einer in Honig getauchten Morschel. »Hey«, rief ich dazwischen, »wir keine Indonesier, möchten alles extra, nicht zusammen, extra.« »Speisen anlichten wie in Indonesien, gut«, war die von tiefen Bücklingen begleitete Antwort. »Ich anlichten, danke schön.« Während die beste Ehefrau von allen verzweifelt zusah, wie ihr gebackener Fisch in Tomatenketchup getränkt und mit senfbestrichenen Ananasscheiben bedeckt wurde, griff ich blitzschnell nach einer noch unversehrten Hühnerbrust und versteckte sie unter meiner Serviette. Zu spät, der rosafarbene hatte mich gesehen, nahm mir das Huhn wieder weg und tauchte es zur Strafe in die heiße Schokolade. »Bitte, Rechnung«, sagte ich tonlos. »Nicht essen?« fragte unverändert lächelnd der Kellner. »Danke schön.« Er zog einen indonesischen Block hervor und bedeckte ihn mit deutlich lesbaren arabischen Ziffern. »Kaffee?« fragte er noch.
Nein, danke schön. Ich zahlte. Von der Tür her sah ich ihn unsere beiden Teller behutsam in die Küche zurücktragen. Wahrscheinlich zerlegen sie dort das Angelichtete in seine Bestandteile und verteilen es wieder auf die einzelnen Schüsseln für die nächste Touristenrunde. Wenn wir, die beste Ehefrau von allen und ich, in einem öffentlichen Lokal sitzen, im Kaffeehaus, in einem Restaurant oder einem Weinkeller, und wenn hinter uns jemand sich nähert, den ich nicht zu sehen wünsche, brauche ich meiner Frau nur ins Ohr zu flüstern, die Selix kommen, dreh dich bitte nicht um. Und schon hat sie sich umgedreht. Im selben Augenblick, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern und möglichst auffallend. Sie starrt die Selix, die sich angeblich in Scheidung befinden, unverwandt an, während ich vor Scham in den Boden des Restaurants versinken möchte. Die Selix kehren uns daraufhin indigniert den Rücken und entziehen uns ihre letzten Sympathien. Oft und oft habe ich nach solchen Zwischenfällen meine Frau angefleht, sich nicht so hemmungslos gehen zu lassen, habe ihr geduldig erklärt, dass der Mensch, einschließlich der Frau, sich beherrschen müsse, dass Neugier der Grund allen Übels sei und Disziplin die höchste aller Tugenden. Es hilft nichts. Was ich denn habe, will sie wissen. Die Selix hätten ihren Blick ja gar nicht bemerkt. Und ich bilde mir das alles nur ein. Überflüssig zu sagen, dass die Selix ihren Blick natürlich bemerkt haben, er vielleicht nicht, aber seine Frau ganz bestimmt. Wahrscheinlich hatte er sie bei unserem Anblick gebeten, sich nicht nach uns umzudrehen. Manchmal versuche ich, der Katastrophe zuvorzukommen und beschwöre meine Frau gleich beim Eintritt in das Lokal, sich nach niemandem umzudrehen und niemanden anzustarren, unter gar keinen Umständen. Du musst dich zurückhalten, ich bitte dich, händeringend. Und noch während ich mitten im Satz bin, dreht sie sich um und starrt an. Selbst meine raffiniertesten Tricks bleiben in diesem Zusammenhang erfolglos. Nicht hinschauen, zische ich und schaue angestrengt nach rechts, als komme Ziegler, der mir seit 30 Jahren 2000 Pfund schuldet, aus dieser Richtung, obwohl er von links kommt. Ausnahmsweise dreht meine Frau sich nach links, um mir einmal eine Freude zu machen, und daher weiß Ziegler ganz genau, dass ich ihr gerade von seiner Schuld erzählt habe. Das ist mir sehr unangenehm. Der Psychiater, bei dem ich Rat holte, brachte mir volles Verständnis entgegen. Auch meine Frau leidet an der Drehkrankheit, gestand er. Es scheint sich hier um eine archetypische Erbschaft aus dem Paradies zu handeln, um den unwiderstehlichen Zwang, ein von höherer Stelle ergangenes Verbot zu durchbrechen. Denken Sie nur an Lots Weib. Aber ich kann Ihnen einen guten Rat geben, statt Ihrer Frau das Umdrehen zu verbieten, sollten Sie sie ausdrücklich dazu auffordern. Das leuchtete mir ein. Im Café California probierte ich diese Methode zum ersten Mal aus. Kaum hatte der in eine aufsehenerregende Betrugsaffäre verwickelte Dr. Barhonig das Lokal betreten, sah ich meine Frau an und flüsterte ihr zu, »Schau zur Tür, Barhonig ist gekommen!« Und meine Frau, die beste Ehefrau von allen, sah folgsam zur Tür und starrte Barhonig an. »Hör zu, Liebling«, fauchte ich sie in kalten Zorn an, »könntest du diese peinliche Angewohnheit nicht ablegen?« »Können kann ich«, sagte die beste Ehefrau von allen. »Aber wollen will ich nicht.« »Warum?« »Weil du nie pünktlich zu Tisch kommst.« Zugegeben, das ist fraglos eine dicke Fliege in der Suppe unserer sonst glücklichen Ehe, diese ärgerliche Rücksichtslosigkeit von mir, nicht sofort zu Tisch zu kommen, wenn meine Frau verkündet, dass das Essen serviert ist. Ich schwöre, dass ich nicht weiß, warum ich ihr das antue. Und schon gar nicht weiß ich, warum alle Ehemänner das immer wieder ihren Frauen antun. Vielleicht ist es ein unbewusster Prozess gegen ihre selbstherrliche Art, die Essenszeit zu bestimmen, ohne vorher zu fragen. Vielleicht haben auch ihre Kochkünste etwas nachgelassen. Vielleicht findet sich hier ein unerwarteter historischer Einfluss, wenn wir der folgenden symbolischen Geschichte glauben dürfen. Es ist eine ziemlich perfide Utopie über die letzten Tage des Kaisers Napoleon, obwohl sie genauso gut von meinem Waterloo am Familientisch handeln könnte. Die Sonne ging über den Schlachtfeldern auf. Im Sitzungssaal seines Landschlösschens stand der Kaiser, umgeben von seinen Marschällen und Generälen, am Tisch mit der großen Landkarte, um die letzten Anordnungen für den entscheidenden Zusammenstoß mit Europas Monarchen zu treffen. Sein Selbstbewusstsein und sein strategisches Genie
hatten unter dem Exil auf Elba in keiner Weise gelitten. Nur sein Haar war ein wenig schütter geworden und zeigte an den Schläfen die ersten silbernen Strähnen. In der Ferne hörte man vereinzeltes Artilleriefeuer. Blüchers Armee marschierte vom Norden her gegen Waterloo. Man glaubte zu spüren, wie die Welt den Atem anhielt. »Napoleon, dein Frühstück ist fertig!« In der Tür erschien Sarah, Napoleons dritte Ehefrau und die beste von allen, ihre Frisur von einem hinten zusammengeknoteten Kopftuch geschützt, in der Hand ein Staubtuch. Der Kaiser hatte sie auf Elba geheiratet. Wie es hieß, entstammte sie einer der besten Familien der Insel. »Das Frühstück wird kalt, Napoleon«, rief die Kaiserin. »Komm zu Tisch! Deine Freunde hier werden nicht weglaufen. Ach Gott!« Und während sie sich mit dem Staubtuch an einigen Möbelstücken zu schaffen machte, wandte sie sich an den respektvoll schweigenden Generalstab. »Jeden Tag die gleiche Geschichte. Ich frage ihn, Napoleon, willst du essen oder willst du nicht essen? Sag ja oder nein. Er sagt ja, ich mach das Essen und kaum ist es fertig, hat er plötzlich irgendetwas zu tun. Stundenlang lässt er mich warten. Ich muss das Essen immer von Neuem aufwärmen. Erst gestern hat uns das Mädchen gekündigt und jetzt stehe ich da, ganz allein mit dem Buben. Napoleon, hörst du nicht? Das Frühstück ist fertig.« »Einen Augenblick«, murmelte der Kaiser und zeichnete auf dem Schlachtplan eine Linie ein. »Nur einen Augenblick noch.« Der Kanonendonner wurde lauter. Die Artillerie des Herzogs von Wellington begann sich einzuschießen. Marschall Ney sah besorgt auf die Uhr. »Ich kann mich kaum auf den Beinen halten«, jammerte Sarah. »Überall in der Wohnung lässt du deine Kleidungsstücke herumliegen, und ich habe das Vergnügen, sie einzusammeln und in den Schrank zu hängen. Wie soll ich das alles bewältigen? Und steck nicht immer die Hand zwischen die zwei oberen Brustknöpfe. 100-mal habe ich dir gesagt, dass der Rock davon einen hässlichen Wulst bekommt, der sich nicht mehr ausbügeln lässt. Wirklich, meine Herren, Sie haben keine Ahnung, wie viel Arbeit mir die schlechten Gewohnheiten meines Herrn Gemahl machen. Napoleon, komm endlich frühstücken!« »Ich komm ja schon«, antwortete der große Korse. »Ich habe nur noch ein paar Worte mit meinen Generälen zu sprechen.« Er nahm Haltung an. Seine Gesichtsmuskeln spannten sich. »Blücher und Wellington, daran besteht für mich kein Zweifel, werden ihre Armeen vereinigen wollen. Wir müssen einen Keil zwischen sie treiben. Der Tee ist schon wieder eiskalt«, kam aus dem Nebenzimmer Sarahs Stimme. »In einer Stunde greifen wir an«, sagte Napoleon abschließend. Von draußen hörte man schwere, eilige Schritte. General Cambron, der Adjutant des Kaisers, nahm immer drei Marmorstufen auf einmal, so eilig hatte er es. »Oh nein, kommt gar nicht in Frage!« Am Treppenabsatz trat ihm Sarah entgegen. »Ziehen Sie zuerst Ihre Stiefel aus! Ich lasse mir von Ihnen nicht das ganze Haus verschmutzen!« In Strümpfen trat General Cambron zu den anderen bestrumpften Heerführern. »Wenn ich eine Hilfe in der Küche hätte, wär's etwas anderes«, erklärte die Kaiserin. »Aber seit gestern habe ich keine mehr. Herrn Bonaparte interessiert das natürlich nicht. Den interessiert alles, nur nicht sein eigenes Haus. Jetzt bin ich am Wochenende ohne Mädchen und kann mich wegen eurer dummen Schlacht nicht einmal um einen Ersatz kümmern. Wenn Sie vielleicht von einem anständigen Mädchen hören, lassen Sie mich's bitte wissen, mit Kochkenntnissen. Und sie muss auch auf den Buben aufpassen. Aber keine Korsin, bitte. Die reden zu viel.« »Gewiss, Majestät.« General Cambron salutierte und übergab dem Kaiser ein zusammengefaltetes Papier. Napoleon las es und wurde blass. »Meine Herren, Fouché ist zum Feind übergegangen. Was tun wir jetzt?« »Jetzt frühstücken wir«, entschied die Kaiserin und ging ins Nebenzimmer voran. Noch einmal trat Napoleon an den Tisch und fixierte mit dem Zeigefinger einen Punkt auf der Karte. »Hier wird sich das Schicksal Europas entscheiden. Wenn der Gegenangriff von Südwesten kommt, fangen wir ihn an der Flanke auf. Meine Herren?« »Napoleon«, unterbrach Sarahs Stimme, »willst du Rühr- oder Spiegeleier? Egal.« »Rühreier? Ja. Dann sag's doch! Meine Herren, vive la France!« beendete Napoleon den unterbrochenen Satz. »Vive la France!« riefen die Marschälle und Generäle. »Vive l'Empereur!« »Napoleon«, rief Sarah und steckte den Kopf durch die Tür, »der Bub will dich sehen.« »Majestät«, rief Marschall Murat, »der Feind nähert sich.« »Ich, lieber Herr«, fuhr die Kaiserin dazwischen, »ich bin es, die den ganzen Tag mit dem weinenden Kind auskommen muss. Ich, nicht Sie. Wollen Sie dem Kaiser vielleicht verbieten, seinem Sohn einen Abschiedskuss zu geben?« »Wo ist er?« fragte Napoleon. »Er macht gerade Pipi.«
und während der Kaiser sich zum Aiglon begab, stimmte die Kaiserin nochmals ihr Klagelied an. »Ich hab kein Mädchen. Ich muss alles allein machen. Die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Und wie oft, meine Herren, habe ich Sie schon gebeten, keine Asche auf den Teppich zu streuen?« Im Hintergrund erschien Napoleon und strebte mit hastigen Schritten dem Ausgang zu. »Was soll ich sagen, wenn jemand nach dir fragt?« wollte die Kaiserin wissen. »Sag, dass ich in der Schlacht bei Waterloo bin.« »Wann kommst du nach Hause?« »Weiß ich nicht.« »Hoffentlich rechtzeitig zum Mittagessen.« »Was möchtest du haben?« »Egal.« »Dann sag's doch.« »Und vergiss nicht«, rief sie ihm nach, »ich brauch ein Mädchen und komm nicht zu spät.« Der Kaiser hatte sein Pferd bestiegen. An der Spitze seiner Heerführer nahm er den Weg durch die eng gewundene Schlucht, die in Richtung Waterloo führte. Sarah nahm Besen und Schaufel, um die Halle vom Straßenschmutz zu säubern, der von den Stiefeln der Militärs zurückgeblieben war. Sie musste alles allein machen, denn sie hatte kein Mädchen. Durch das offene Fenster konnte man jetzt schon das Mündungsfeuer der Geschütze sehen. Blücher und Wellington setzten zu ihrem Umklammerungsmanöver an. Die Geschichte weiß zu berichten, dass die beiden siegreichen Feldherren ohne ihre Ehefrauen gereist waren. Meine Damen und Herren, lange habe ich darüber nachgedacht, wie mein epochales Werk zu beenden wäre. Ich kam zu der Schlussfolgerung, dass ich gemäß den allgemeinen Gepflogenheiten zuletzt einen Streik zu verkünden hätte. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber ich habe noch nie an einem Streik teilgenommen. Wirklich nicht, Ehrenwort. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich fühle mich ohnehin schon schuldig genug. Ich bin ein Bürger der alten Schule und sowohl psychisch als auch physisch gesund. Ich arbeite genauso wenig wie jeder andere und trotzdem habe ich noch nie gestreikt. Natürlich schäme ich mich dafür. Ich fühle mich wie ein Ausgestoßener, wie ein Trottel, ein Gastarbeitsloser. Die Schuster haben schon gestreikt, die Briefkasten- und Müllkübellehrer, der gesamte Lehrkörper, die Räuber und die Gendarmen, die Friseure, die Masseure und die Chauffeure, die Docker und die Rocker, die Gas-, Licht-, Wasser- und Bankkassierer, die Fischer und die Fische, die Fliegen und die Fänger, kurz gesagt, jedermann und sein Schwager. Nur ich stehe da, ohne je gestreikt zu haben. Ich habe daher beschlossen, diese Schmach fortan nicht länger zu ertragen. Nächste Woche, in aller Herrgottsfrühe, begebe ich mich nach Jerusalem, beziehe vor dem Amt des Gesundheitsministers Posten und erkläre meinen Streik gegen den von oben geförderten Kalorienterror. Und weil handelsübliche Streiks von niemandem mehr beachtet werden, schließlich hat es sie ja in sämtliche Variationen gegeben, als Sitz- und Liegestreik, als Hungerstreik, als Lucky-Streik, habe ich vor, eine neue Form des Streiks zu erfinden. Einen S-Streik. Genauer gesagt, ich werde mich vor den Augen des Gesundheitsamtes mit Leckerbissen aller Art vollstopfen. Ich werde ungarische Salami und böhmische Leberwurst zu mir nehmen, Beefsteak und kalorienreichen Gänsebraten, Cremeschnitten, Apfelstrudel und Bienenstich. So lange, bis die Leute im Regierungsgebäude vor Neid zerplatzen und zugeben, dass Kalorien gesund sind und Fett wunderbar. Dann und nur dann werde ich das Essen einstellen. Sollte irgendeiner meiner Hörer sich ebenso frustriert fühlen, ist er herzlichst eingeladen, möglichst mit Kalbsmedaillons in zart pikanter Soße und Preiselbeeren ausgerüstet, an meinem Essstreik teilzunehmen. Wie hat doch der unglückliche Karl Marx so schön gesagt? Wir haben nichts zu verlieren, außer unseren Appetit. Und das ist, meine Damen und Herren, die Botschaft, die ich Ihnen gern servieren wollte. Lassen Sie sie bitte nicht kalt werden. Und denken Sie daran, alles kann man dem Menschen nehmen. Seinen Besitz, seine Freiheit, selbst seine Ehre. Nur eines nicht. Das, was er gegessen hat. Gelesen von Wolfgang Höper hörten Sie satirische Geschichten »Essen ist meine Lieblingsspeise« von Ephraim Kishon.